Mega Man 9. In fucking Grade 8. Ja. Von den Whitey Numbers, wie ich ja sage. Auch wenn du es nicht sagen tust, ist egal, ich sag's halt. Ist ja nicht falsch, ist nur die japanische Variante. Achso, japanische Variante. Ja, in Japan sagen sie Whitey Numbers. Nicht zu der Grade 8, sondern halt an den Roboter selbst. Wie wir halt dann sagen würden, Robot Master. Okay. Das ist halt das japanische Wort für Robot Master. Es gibt ja auch bei Mega Man X zweite Stelle, das sagt Sigma ja auch, ne? Von wegen, aber du bist doch der letzte von den Wily Numbers zu Zero. Mhm. Oder er sagt nicht direkt Wily, aber Doc Numbers. Mhm. Das ist eigentlich schon klar und deutlich genug, oder? Ja. Und das ist aber nur im Japanischen so. Im Englischen ist es nicht so klar. Okay. Was ich ein bisschen schade finde. Dass sie diese Verbindung weggelassen haben. Die kam dann erst mit Mega Man X5. Mhm. Das erkennst du allein schon an dem Wily-Logo. Auch wenn es verschwommen ist. Okay. Aber mich nervt, dass ich immer den PlayStation 2 Emulator für Mega Man X Collection umschalten muss. In der Grafikeinstellung. Okay. Weil sonst spackt die Grafik rum. Ach, sogar deine Energieleiste ist umgefärbt. Von der Waffenenergie. Komm schon. Ist ja so aus. Ich dreh mal wieder zu dir. Ja, ich bin nicht so aus der Übung, ich hab bloß einfach... Weil du hast es so... Ach, schon wieder jemand. Ich hab mich einfach bloß jetzt gerade sehr... Naja... Dumm angestellt. Oder wie? Ich wollte einfach bloß ein bisschen schnell machen. Und das war doof. Nicht sehr, dass ich nicht aus der Übung bin. Naja, man könnte auch sagen, du hast dich jetzt eingespielt nach dem ersten Fehlversuch. Wobei ich aber wahrscheinlich empfehle, dass du vielleicht ein bisschen eher versuchst, wenn du nicht gestorben bist. Das Update, dass du so viele auf einmal schießt? Ja. Bei 3 war es zu viel. 2 geht. Hm. Oder 3 in dem anderen Abstand. Ach, hast du recht. Du solltest ihn kurz vor der Bombe springen lassen. Bin aber hier in der Nähe, ne? Weil dann hat er mehr Schaden mit dem. Und dann springt es halt langsamer. Ich glaube nicht, dass er langsamer ist. Ich weiß nicht so sonderlich viel. Ich habe ihn halt mal gerne drüber springen lassen. Oder reinspringen lassen kann auch gewesen sein. Aber ich mag den aufladbaren Feuerschuss hier. Ja. Weil der halt in drei Richtungen geht. Mhm. Ist schon ziemlich geil. Auf jeden Fall. Also der Minuspunkt, der mir hier einfällt, ist halt, er ist mir zu schwer. Aber das ist nur ein persönlicher Minuspunkt, nicht grundlegend. Wenn es halt leicht ist, gibt es immer noch die schweren Mond-Varianten. Mhm. So. Wen habe ich noch vergessen mit denen? Na, ja, unser Clubman, ein Sextoy. Ja,
Oder ist er wieder online? So, E-Tank habe ich leider nicht mehr. Habe ich nur M-Tank und jetzt muss ich mich anstrengen in der dritten Phase. Aber du verstehst schon, warum ich ohne E-Tank da nicht mehr weitermache, ja? Wenn ich gar nichts mehr habe. Ich stimme mich wirklich wieder doof an. Alter. Vielleicht solltest du mit gezielten Schüssen treffen. Wenn du es hinkriegst. Ja, das ist so einfach. Ich finde den Baldi echt schwierig, muss ich sagen. Ich habe ja auch gelacht, ne? Ist aber egal. Das ist ja für mich bisher der schwerste Baldi ist. Mega Man 10 war total einfach, der Baldi. Ach Mann. Sieht doch vernünftig aus. Ja, die Phase noch vernünftig schaffen und dann... Jetzt muss ich wieder mehr räuspern, durch die Soße, die im Döner war, weißt du? Das ist bei mir mit Ketchup und Mayo auch so. Echt essen. Ich würde sagen, wenn du gut weißt, wie du dich nicht von der letzten Phase treffen lässt, dass du dann den Check nimmst. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber ich denke mal, es ist ganz klar, dass es auch das letzte Ding ist im Spiel. Ich würde das im Übungsversuch sehen. Ist eigentlich doch gut drin. Aber bei dem würde ich schon die Schwäche vielleicht mal empfehlen. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ist das ein Mistsack? Ich überlege halt die ganze Zeit, was es sein könnte. Ich kann mir diverse Dinge vorstellen, aber... Entweder probierst aus, überlegst dir was oder fragst. Kein Problem damit, das zu verraten. Weil das wäre asozial, das auszuprobieren, dann versuchst du zu verschwinden für, weißt du? Aber ich hab Mega Man, das gehört eigentlich dazu. Gut. Wie gesagt, ne? Ich dachte, dass ich kein Problem mit hätte, das verraten. Nicht, dass der auch hier sein zu wollen. Jo. Habe ich auch nicht so aufgefasst, also keine Sorge. Auch nicht. Ja. Weggerotzt. Also werde ich nicht neu schaffen. Ja, diese Phase hat mir echt meine Energie abgezogen. Aber ich glaube, mein Problem war, dass ich nicht wusste, dass ich hier an der Stelle springen sollte im richtigen Timing. Das habe ich jetzt durch dich gesehen. Auch wenn du nichts dazu gesagt hattest. Das ist das halt. Wenn man zuschaut, hat man mehr Zeit auf Details zu achten. Ja. Andererseits ist es... Vielleicht weiß auch durch Simon noch unbewusst. Kann auch sein.
Was ich aber nicht glaube, in dem Fall. Jawohl. Bester Versuch. So. Der kann's nicht sein. Der kann's sein, aber wäre scheiße zu treffen. Ja. Das kannst du aber nutzen, wenn er zu weit oben ist. Das wäre vielleicht möglich, aber wahrscheinlich noch im Offline nicht geschafft. So, zumindest die Schüsse ein. Die nicht. Ja. Ne, das ist definitiv nicht. So, das heißt, ja, der hier wird nicht treffen. Doch, das ist es. Okay. Ja, dann nutze ich den beim nächsten Versuch. Gut, dann hat sich die Sache erledigt, der Boss ist tot. Ja. Allerdings hätte ich jetzt vielleicht doch den nehmen sollen, keine Ahnung. Nee. Nee, zu unsicher finde ich. Ja, denke ich auch. Wenn ich was anderes gedacht hätte, hätte ich den Wetter gefragt, müsste ich vielleicht nehmen. Das heißt, die Frage, ne? Viele haben ja schon gesagt, ich habe kein Insekt mehr. Vielleicht ein gewisser, besonderer Spieler, der... Ich glaube, du sagst es ja mal unverdient, dass er bekannt ist, für mega bekannt ist, ne? Der was ist? Ich meine, der halt für mega bekannt ist, aber auch andere Spiele gut kann. Also, oder besser darstellt. Oder hast du was anderes gesagt zu Frankreich? Oder dass nur er halt bekannt ist für gut Mega Man Spieler, also angeblich? Ja. Also für das Mega Man Spielen ist er hauptsächlich bekannt. Aber halt von den meisten als, ist aber auch. Wird von den meisten als guter Mega Man Spieler angesehen, was ich echt lächerlich finde. Naja. Ich dachte auch mal, er sei gut. Ja. Weil ich keine anderen guten Spiele gesehen habe vorher. Aber ich sag mal so, ich dachte mir immer, wie kann man das als guten Spieler ansehen? Man sieht doch, dass der total viel Schaden kriegt und alles. Naja. Ich finde es auch schade, dass einer in der Review zu Mega Man 3 sagt, dass man bei Hardman nicht genug Schuss hat mit dem Magnet. Aber halt, das rausballert wie ein MG. Ja. Aber es ist halt seine Darstellung, ne, in der Review. Wie er das halt sieht. Ich warte immer noch auf die Mega Man 1 Review. Wahrscheinlich schaffst du das Spiel nicht. Er hat ja auch gesagt, ich habe noch was zum Üben. Am Ende von Mega Man 3 Review. Warum ich das jetzt gemacht habe, ist ganz einfach. Weil die Energie sparen willst für die Waffe. Richtig. Obwohl du ja durch den Amplex ja aufgeladen kriegen würdest dann. Ja, das ist richtig, aber ich habe auch gesehen, dass die Waffe nicht sonderlich viel frisst, aber trotzdem. Hier solltest du vielleicht ein bisschen weniger Abschnitten schießen, als eigentlich Reichwaffe, meine ich. Egal. Ich bin auch so tot. Balno. Nee, nee. Challenge geschafft. Ein Horn. Ja, das war ich nach der Aufnahme. Okay. Jetzt hast du es aber eilig. Ich wollte zwei Blitze geben am Versuchen. So, jetzt gucken wir mal, ob ich hier auch einen Blitzig hinkriege. Vielleicht mit da ranspringen, dass die eher treffen.
mach jetzt hier die blitzige Erfolge. So, wer war der nächste? Achso, ja. Die entscheidet bestimmt den Blitzsieg. Naja, die Sache ist, man hat ja auch verschiedene Spielstände je nach Account, weißt du? Ich habe ja mehrere. Ja, noch lang. Ja komm, hör auf. Ist gut, stirb einfach. Hallo, stirb! Ja doch. Also bei ihm war es kein Blitzsieg, aber... Ja, es wundert mich nicht, wenn ich 1000 Mal es ganz bin. Ja. Ach ja. Oh ja, da haben wir zwei noch gefehlt, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ist es noch aktuell. Was? Sei Dank, weil ich Alarmstufe Rot, Command Conquer, Alarmstufe Rot 2 hatte, um sonst bei Bridget zu erkriegen. Okay. Weiß gar nicht, ob man das noch online zusammenspielen kann. Die Sieg Pac-Man. Ja. Hätte ich gedacht, dass man vielleicht mal Just for Fun vielleicht mal ein Together spielt. Also jetzt nicht in der Aufnahme, sondern einfach mal so Just for Fun. Hm. Hätte ich überhaupt Lust hast. Keine Ahnung. Ich hab von meinem Conquer noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja, so ein Strategie-Ding. Ja. Ich bin normalerweise ziemlich scheiße in Strategiespielen, auch wenn ich es eigentlich gerne spiele. Naja. Weißt du, warum ich das nicht gegen andere spiele? Ich bin gerade schlecht drin. Du bist nicht schlechter als ich, glaub mir. Vielleicht auf dem gleichen Level. Du, mir haben schon viele gesagt, ja, ich bin grottenschlecht in dem Strategiespiel. Dann haben sie mich abgezogen wie sonst noch was. Okay, vielleicht haben sie auch nur gelogen, um dich gerade zu locken. Nee, tatsächlich waren sie wirklich grottenschlecht. Das ist noch schlechter. Okay. Ja, aber du weißt, dass ich nicht unbedingt so gut bin. Naja, also, es war eh nur ein Testleben. Jetzt kommt der Ernst des Lebens. Der Ernst des Weilis. Aber ich vermute mal das Problem gerade mit Kingdom Hearts LP gucken, ne? Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade selber am Spiel bin und nicht weiterkomme und mich das so ein bisschen ärgert. Kann wirklich sein, ja. Dass ich halt dadurch ein bisschen übersichtlich bin mit dem. Weil wenn ich selbst spiele, muss ich nicht unbedingt noch gucken. Ach, komm schon. Ach, vorhin hast du neu gemacht, jetzt klappt's mir nicht mehr. Ja, weil ich mich dumm anstelle. Wie sonst noch was? Wie so eine Kackwurst. Okay, wie stellst du so eine Kackwurst an? Ja, genau so. Genau so. So stellt sich eine Kackwurst an. Siehst du das? Aber wenn er ungünstig fällt, lass einfach über dich springen. Ja, aber ich bin zu blöd, um den retten. Warte auf. Ja, ja, ja. Braucht eh eine Weile. Ich weiß, diese Kopfteil von der Maschine erinnert mich gerade so ein bisschen an Bugman Drill, so von sich her. Also jetzt darf man mal die nächsten Stellen darunter, was zum Kopf gehört. Das wird vielleicht jetzt nicht das extra gleich aussehen, erinnert mich nur daran. Das wird auf jeden Fall kein guter Versuch. Aber irgendwie sehen die mal ziemlich unbeweglich aus, die Dinger, die whitewashed sind, oder? Ja. Die dann aber unbeweglich werden, das will ich denn. Vielleicht ist das ja das Problem, das Megaman hat. Megaman ist halt viel beweglicher. Oder sollte seine verbundbaren Stellen mal schließen und das Maul mal zu machen. Tja.
Das war ein schneller Versuch. Ja, also schnell in die Hose gegangen, möchte ich anmerken. Ja. So, wir haben noch zwei Versuche. Einer, wenn einer davon gut ist, nutze ich ein M-Tank. Gut, ich habe ja vorhin ein paar Videos gelöscht und ein bisschen Speicher gemacht, weil ich nicht da war. War ja auch so ein Stundenvideo mit bei. Dass ich ja da somit ja auch nicht veröffentlicht werden kann. Dass er nicht online ist. Wieso? Also hast du ein Video gelöscht, was du noch nicht hochgeladen hast? Ja. Warum? Das war mehr als Let's Show gedacht. Aber durch diese CD-Feder. Ach so, das Video. War ein paar Rated, schöne Rated mit bei, kann man sagen, aber. Das habe ich dann einfach nur angepisst, weil durch diese Grafikprobleme und so. Tonfehler. Das stellt das Spiel nicht so dar, wie ich es gerne darstellen möchte. Was ich mich aufrege über den Gegner ist normal. Ja, das stimmt. War ich einfach nur zu unfähig. Auch wenn ich das Wort unfair genannt habe. Weil es ein bisschen unfair manchmal ist. Der Charakter ist ein bisschen stark overpowered. Übermächtig. Jetzt sieht es nach einem guten Raum aus. Oh, das war's. What? Ich wusste gar nicht, dass der ein Beben macht. Bist du immer gesprungen, bitte, wegen dem Feuer. Weit oben. Gut. Das war eher schlecht. Das hat mir gezeigt, wie ungefähr ich den ausweichen kann. Energie. Ich muss. Reicht dir noch, weil du stirbst. Deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht. Ein Versuch geben wir den noch. Und dieses Geräusch, was am Anfang der Kampfphase kommt, ist ja immer ein vibrierendes Handy. Ah ja. Oh nein. Was meinst du? Genau. Das ist halt so ein Teil der Musik, den ich eigentlich gesagt habe, ganz cool. Ja, wenn ich sage, das ist schlecht, dann sagt das, dass du mich daran erinnert. Hat auch nicht gesagt. Kann auch so ein Alarm sein. Geht Metroid eigentlich auch als Plattformer so gesehen? Am Mega Man geht er als Plattformer. In Deutschland geht er als Jump'n'Run bezeichnet früher. Ja. Man könnte auch sagen Shoot im Jump. Metroid ist auch ein Pro. Einer von denen, die ich am besten finde, Metroid. Der erste Teil ist nur arschschwer. Vor allem auf dem 3DS, wenn der Bildschirm so klein ist. Kannst du ja gerne mal versuchen, weil du Zeit hast. Obwohl, ich hab das glaube ich gar nicht mit drauf. Auf dem 3DS XL ist ja... New 3DS XL ist ja der Bildschirm größer. Okay, ich mach's jetzt einfach.
vielleicht eine dumme Idee, aber ich mach's jetzt so. Richtig, X. Ist doch noch was, dass ich das jetzt geschafft habe. Bling, bling, bling. Ein Raumschiff wieder geschnappt. Gedächtnis, bitte. Aber hier. Und dass ich mal besser im Hintergrund. Ich bitte um Vergebung. Vergiss es. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, weil hier lagen Sie das erste Mal falsch. Und dann hier. Und 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 hier, sag mal, ist das wirklich Mega Man 9? Sicher, dass das nicht Mega Man 10 ist? Das hier ist Mega Man 9. Ich sag ja, Mega Man Bass ist noch dabei. Achso, okay. Du hast mich erneut besiegt, Mega Man. Ich sollte dir vielleicht sagen, dass ich etwas vor dir geheim gehalten habe. Was ist das? Dr. Light wurde von der Polizei abgeholt, richtig? Das war kein richtiger Polizist, das war ein falscher Polizeiroboter, den ich geschaffen habe. Dr. Light befindet sich im Raum neben uns, aber er ist krank und schläft gerade. Du musst dich beeilen und ihn ins Krankenhaus bringen. Hier entlang. Dr. Light. Wundercomputerman. Du bist ein Narr. Mega Man, das ist eine Falle. Mit dieser Roboterversion von Dr. Light hat Wily das gefälschte Video gedreht. Möglicherweise. Aber falls es der echte Dr. Light ist, dann muss ich ihm einfach helfen. Herrlich naiv, wie immer. Dann mach halt, was du willst. Ja. Naiv wie immer, Mega Man. Mach's gut, Mega Man. Du wirst zusammen mit dieser Burg zerstört werden. Und jetzt die Reaktion von Mega Man. Ich bin froh, dass es nicht Dr. Light gewesen ist, aber dieser arme Roboter. Oh Mann. Man merkt mal, wie naiv er ist. Scheint so, als bräuchtest du meine Hilfe mal wieder. Mega Man hat wieder einmal den bösen Plänen von Dr. Wily eine Riegel vorgeschoben. Dr. Light wurde in allen Punkten für unschuldig befunden und konnte in sein Labor zurückkehren. Ja. Wolltest du Plugman spielen? Eine friedvolle Zukunft scheint die Bevölkerung zu erwarten. Dr. Wily hingegen konnte nirgendwo gefunden werden, weil er sich auf Mega Man 10 vorbereitet. Oh Mann. Spaß. Ja. Developed by Integrates. Ja. Integrates da. Ja, die haben ja später bei mehreren Mega Man Spielen mitgearbeitet. Ich das auch vorher. Das war ja doch vorher mit DDR-Spielen so. Toolman. Bitmap Artist. Scheiß Drache. Ja, die Gegner. Scheiß aus Drache ist das, ey. Hat mir richtig lieb. Mal abgesehen von dem Drachen finde ich das Spiel echt gut.
Naja, und diesen Minenwagen kann ich nicht mehr ausstehen. Aber... möglicherweise. Aber was dann noch ist, aber wir fehlen... Ich hatte auch das Gefühl, dass es manche Stellen gibt, bei denen man ohne Waffenenergie nicht ordentlich weiterkommt und nicht ordentlich die Möglichkeit zu fahren hat. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es nicht so schön. Muss ich schon zugeben. Aber... wie lange hast du jetzt alleine gesessen ohne E-Tanks? Ohne den Blitzschwischen? Vielleicht noch eine Stunde? Ach ja, Bogen. Ich mag Splash-Bogen. Ah, schön, dass man nochmal so ein richtiges Bild von denen hat, ne? Vor allem, ich mag Mayhem vorne, das ist einfach so. Ach ja, hier die... Tank-Gang mit dabei. Wie gesagt, ich mag einfach Mayhem vorne. Das ist voll die nutzlose Aktion für Plugman. Ja, leider. Aber ich bin mal gespannt, wenn ich dir gleich was zu einem Anime verrate, ob du dann heiß drauf bist. Hm. Bestimmt bin ich heiß drauf. Valkyrie, Drive, Mermaid. Ich weiß schon, was du meinst. Was ist eigentlich die Funktion von Galaxy Man? Was bringt der einem? Bildentsorgung. Schicken alles zu Simon. Vielleicht. Und er schickt alles zu Simon durchs schwarze Loch. Ja, und stimmt. Simon denkt, er hat das alles selbst produziert. Ja, das stimmt, das ist der gekommen. Und Greedman. Ja, ein bisschen bei mir. Das ja. Ist eine gute Verwendung. Vor allem jetzt, der kleine, die besteht, ne? Wohin? Als die Rückblende war, da war noch alles heile. Muss er ja nach dem Kampf wohl schnell geflickt haben, wa? Ja. Tornado Man. Howard Beth. Tornado Man. Und du bist aus Inaf King, ja, da war er noch dabei. Und er bei Mega 10 auch. Produced by Capcom. Was mir noch einfällt, ne? Wusstest du, dass Mega Man 2 Armkanon hat? Wenn er will? Ja. Das aber sein Schaltkreis überlassen kann. Wenn er beide benutzt, mit Charge Shot. Das wusste ich nicht. Erreichte Zeit, 2 Stunden und 3 genau 2 Minuten und 53 Sekunden, das Spiel in so kurz, nein, 2 Stunden 53 Minuten und 15 Sekunden. Ja, wir speichern. Hä? Alles weg? Ja, aber die Schrauben hast du noch behalten. So, kannst du immer wieder von vorne anfangen. Gut, ich mach dann mal einen Cut. Ja, mach das. Wenn er noch weiterspielen willst, dann wäre das halt ein extra Video. Aber ich muss mal gucken wegen Speicher. Der ist leider nicht... Nö, mach einfach einen Cut, das ist jetzt nicht mehr wichtig.